Eine Auszeichnung, die niemand haben möchte. Unfreundlichste Stadt Deutschlands. Aber welche könnte das wohl sein? Köln, München, Hamburg oder Berlin? Wir fragen nach bei Touristen auf dem Berliner Kudamm. Für mich war es Stuttgart. Warum? Keine Ahnung, im Vergleich zu München und jetzt zu Berlin oder zu Düsseldorf war es einfach die unfreundlichste Stadt. Also ich war in München vor 2 Jahren am Oktoberfest und die Leute waren so mega unfreundlich. Die haben mich geschubst und so und die haben sich so voll gedrängelt und alles. Es war echt überhaupt nicht schön. Wir machen Urlaub in Potsdam und da fand ich sie sehr unfreundlich. Weiß ich nicht, das ist auf jeden, den wir irgendwie gestoßen sind, die waren irgendwie ja, jetzt kurz angebunden und ein bisschen unfreundlich, zickig teilweise. Also wir kommen aus Frankfurt und die Leute dort sind ziemlich unfreundlich. Sagt die Frankfurterin. Und tatsächlich ist die Main-Metropole auch von viel reisenden Amerikanern zur unfreundlichsten Stadt Deutschlands gewählt worden. Woran mag das liegen? Am unansehnlichen Rotlichtbezirk direkt am Hauptbahnhof? Oder an der hohen Kriminalitätsrate? Wir fragen in Frankfurt selbst nach bei Besuchern und Einheimischen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die freundlichste Stadt sind, aber auch definitiv nicht die unfreundlichste. Sag ich das, kann ich ja nicht behaupten. Also wenn mich jemand was fragen würde, ein Tourist oder so, bin ich immer gerne hilfsbereit. Ne? Ja. Naja, bis jetzt habe ich nicht bemerkt, dass es unfreundlich ist. Ja. Also die Menschen sind sehr nett und freundlich zu uns gewesen. Wir haben überall Auskunft bekommen. Wir sind nett bedient worden. Wir sind locker. Man kann mit jedem reden, auch wenn man ihn nicht kennt. Man darf sich immer dazusetzen, wenn man in der Applewhite-Kneipe ist. Das sind freundliche Menschen. Naja, Frankfurt ist nicht besonders freundlich. Aber ich will nicht sagen, dass es die unfreundlichste ist. Frankfurt ist Multikulti, Frankfurt ist open-minded, Frankfurt hat wenig Vorurteile, Frankfurt ist nicht zu abgehoben, Frankfurt ist down to earth, Frankfurt ist cool. Klingt so ganz anders als das Votum der US-Touristen. Aber gut, viele von ihnen haben auch von ihren Erlebnissen auf der Frankfurter Oktoberfestwiesen berichtet. Und bei unserer eigenen Touristenumfrage haben wir auch ganz viel Positives über unsere schönen Städte in Deutschland gehört. Was würden Sie als freundlichste Stadt Deutschlands einschätzen? München. Warum? Vom Gefühl her einfach, was ich dort erlebt habe. Düsseldorf war zwar auch sehr cool. Sehr gastfreundlich. Hier finde ich es ganz schön in Berlin. Die Leute sind nett, hilfsbereit. Hamburg ist die freundlichste Stadt in Deutschland. Warum? Warum? Weil jeder gute Laune hat. Ich bin Amerikaner, aber ich denke, München. Ich liebe München. Es gibt überall freundliche und unfreundliche Leute. Und so mal, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es meist noch raus. Also, liebe Städtereisende, einfach öfter mal lächeln, dann lächelt's bestimmt auch öfter mal zurück. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Schreiben Sie, diskutieren Sie mit uns auf Facebook, welches ist für Sie die unfreundlichste Stadt Deutschlands und wieso? Gerne auch Ihre Geschichten dazu auf unserer Facebook-Seite. Für mich die freundlichste Stadt Deutschlands, ganz klar. Hagen. Hallo, so sieht man sich wieder auf unserem Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal. Hier unten können Sie ein paar nette Kommentare abgeben und hier können Sie gleich das nächste Video klicken. Oder was richtig Wildes machen, den ganzen Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal einfach abonnieren. Yeah, viel Spaß, wir sehen uns.